Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within. Wir müssen jetzt leider nochmal ein paar Sachen doppelt machen. So. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich. Ja, alle, die die Folge von gestern angeschaut haben, die wissen ja ungefähr, was hier passiert. Also wir müssen jetzt diese drei Räume da öffnen. Dann müssen wir Stacheln in die Leichen stecken und müssen halt immer den richtigen Knopf drücken, weil es verschiedene gibt. Hier gab es, glaube ich, sonst gar nichts, oder? Ach doch, dieses... Ach nee, hier gab es sonst nichts, genau. Ja, es war zweimal links, außer bei dem, was wir gerade eben schon erledigt haben, da war es halt der rechte Knopf. Komm, geh auf. Jetzt bildet sich eine geheimnisvolle Blutspur. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sehr schön. Und jetzt noch Nummer 3. Also ich muss sagen, es sind auf jeden Fall ein paar coole, innovative Ideen in dem Spiel drin, was man so noch nicht erlebt hat, finde ich. Gerade mit diesem verschwommenen Blablabla ist schon geil. Und ansonsten muss man das Rad ja auch nicht jedes Mal neu erfinden. Es reicht ja einfach, wenn man das ein bisschen aufpäppelt und ein bisschen cool darstellt. Und ich denke, das hat das Spiel bisher auf jeden Fall sehr gut hinbekommen. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo dieser Pfad uns hinführt. Kapitel geschafft. Nein, aber wir sehen immerhin wieder was. Sehr schön. Wo sind wir hier? Irgendein Zwischengang? Lagerraum? Irgendwas in die Richtung? Zumindest danach aus. Oh, die sieht groß aus, die Flasche. 1000, nice. Hat noch lange kein Spiegel mehr, oder? Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott, was war das? Mein Kopf fühlt sich an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Joseph! Partner heilen, Steuerung, Information, Leertaste halten, Partner heilen, verbraucht keine Gesundheitsgegenstände. Schon viel besser. Gott, ich die ganze Zeit nur dabei bin, irgendwelche Leute hin und her zu schleppen, ey. So, schau dich mal, Joseph, schau dich mal nach dem, nach diesem Schleim um, den brauche ich. Kann ja nicht erklären, wieso, aber ich brauche den. Kommst du mit? Häng dich mal in den PC rein, wie es mit dir los ist. Joseph? Hallo? Hallo? Komm mal mit. Wir müssen hier raus. Das scheint ja noch nicht so richtig zu kapieren, oder? Kommst du jetzt? Okay, er steht plötzlich hinter mir und hält eine Waffe auf mich. Ich ergebe mich, Joseph. Na, jetzt komm. Ah, cool. Müssen wir da lang? Oder steht er einfach nur da, weil er denkt, dass wir da lang gehen? Wir müssen wahrscheinlich wirklich da lang.
Deswegen schauen wir uns erstmal in diesen kleinen, engen Raum um. Nicht, dass es da noch irgendwas Cooles gibt. Wie zum Beispiel nichts. Tschüssi. Ich warte eigentlich nur darauf, dass in irgendeinem dieser Dinger mal ebenfalls ein Zombie lauert. Hier, kann ich das, darf ich das mitnehmen, oder? Darf ich das mitnehmen? Hallo? Ja. Oh, Schleim. War eine sehr schlaue Idee, hier nochmal reinzuschauen bei der ganzen Munition, die wir hier finden. Man müsste sie vielleicht auch... Ich bin nicht erschrocken, aber... Das hatte ich ja auch geahnt, dass sowas vorkommt. Und blicken wir hier nochmal rein, ey. So. Joseph hat in der Zwischenzeit die Stellung gehalten, das finde ich schon mal gut. Ach nee, doch nicht, er steht hier. Aber jetzt, komm. Oh fuck. Zombies! Ob Joseph ebenfalls mitschießt? Oh fuck. Halt die Augen auf. Ja, schön. Aber wenigstens schießt er mit. Okay, wir müssen auf die Schrotflinte wechseln. Ha, mit einem Schuss zwei erledigt, oder? Joseph hat einen erledigt, das weiß ich nicht. Ist aber auch egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Joseph hätte vielleicht einen Tick mehr... Kann ich die verbrennen? Habe ich überhaupt noch Streichhölzer? Ich glaube, ich habe keine Streichhölzer mehr, oder? Joseph hätte zwar einen Tick mehr machen können, aber okay, besser als nichts. Ich sehe nichts. Hier lag doch gerade noch was. Ja, nur zwei Schuss. Naja, wenn ich einen kritischen Treffer lande mit meiner Pistole, dann reicht auch ein Schuss in den Kopf. Okay, lass uns mal weitergehen, Joseph. Hat auch keine Energie verloren, wie es aussieht. Sehr gut. Aber ein bisschen mehr Munition wäre schon nicht schlecht. Die lagen alle hier auf den Betten. Die Armen. Das waren alles mal kranke Menschen, denen geholfen werden sollte. Und irgend so ein scheiß Arzt hat wieder Kacke gebaut. Und jetzt sind das alles komische Zombies. Geführt von dem Obertypen da, der dauernd hin und her sich teleportiert und... Dafür sorgt, dass ich im Wald aufwache oder eben wieder in der Klinik. Wie viel Schuss hast du noch, Joseph? Joseph? Hallo? Da kommt er. Wie viel Schuss hast du noch? Ich hab noch 6 und noch ein bisschen Schrotflinte und so. Leertaste, treten. Warum soll ich das treten? Ach so, das können wir da runterrollen und dann anzünden. Explodiert das. Gehe ich mal von aus. Probieren wir dann vielleicht direkt mal aus. Aber erstmal wieder den Nebenraum erkunden. Ich habe leider keine Streichhölzer mehr. Noch irgendwas? Schön wieder rumbaumelt, aber ich hätte mich auch erhangen, wenn ich hier drin wäre. In dieser Welt. Geil, eine Spritze. Okay, das erste Mal, dass so ein Typ doch wieder aufsteht. Oh, danke. Ist er noch gar nicht tot? Jetzt aber, oder? Da hat Joseph mir geholfen. Aber wie gesagt, ich hätte ihn natürlich abgebrannt. Aber ich habe keine Streichhölzer mehr. Haben auch Ewigkeiten keine mehr gefunden. Okay, reicht. Komm.
Okay. Dann rollen wir das Fass mal runter, vielleicht kommt da ja ein Zombie. Okay, es rollt einfach durch die Absperrung durch. Toll, aber ich krieg's nicht in die Richtung, in die ich will. Was ist es hier in der Ecke gefangen? Na, komm. Dann eben nicht. Da blinkt irgendwas. Was mag das wohl sein? Das sieht aus wie eine Tür, die voller Bomben ist. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Die ist so groß, wenn du die nicht entschärfen kannst, bin ich doch so oder so tot, egal wie weit ich weg bin. Dann müsste ich schon ziemlich, ziemlich weit weggehen. Und er hat so ein bisschen drauf mit Bomben entschärfen oder was. Sieht so aus. Geh mal lieber nicht so weit vorweg, weil ich habe ja das Licht, nicht du. Nicht schon wieder. Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph, nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Genau, dreh denjenigen, der dich gerade eben umbringen wollte und wo irgendwelche Pest... Beulen und Blasen aus dem Gesicht gewachsen sind, dreht dem erstmal den Rücken zu. Ich denke, wir sollten den erschießen. Der ist schwer krank und wird zum Zombie, das merkt man nun doch. Fuck! Aber egal, wir sind halt ein sehr gutgläubiger Mensch und in einer Welt, wo alles nur noch voller Zerstörung, Tod, Angst, Pest und Blut ist, dann hofft man halt, dass wenigstens der alte Kamerad bzw. Partner überlebt und nicht zum Zombie wird und sich dagegen wehren kann, was nicht passieren wird, aber egal. Das kommt mir gerade bekannt vor. Sind wir von hier nicht irgendwie gekommen? Joseph kommt wohl doch nicht mit. Ist mir vielleicht auch ganz lieb so. Oh, viel Munition, die wir einsammeln. Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Bossfight oder was? Zumindest würde ich darauf mal spekulieren. Ach, und endlich mal wieder Streichhölzer. Wir müssen weiter. Wie kommt der denn dahin? Ja, wenigstens kann er auch eine Waffe halten, ey. Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder eine Falle. Da! Um einiges Fuck. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Um ebenfalls zu sterben, oder was? Fuck, Idiot. Ah, aber cool, der läuft auch. Ich komm ja schon. Da kommen sie!
Gib mir echt Mühe, aber... Wie viele von den Dingern sind das? Fuck. Fuck! Das sind doch viel zu viele! Hast du Verbandszeug? Ja, hab ich, aber ich muss mich einfach um die scheiß Zombies kümmern. Oh nein, hab ich verloren, weil jetzt der Typ gestorben ist? Scheiße, Mann, das ist ja richtig schwer und viel. Ich denke, ich sollte dann doch lieber zuerst mit der Schrotflinte ballern. Dann geht's nämlich schneller, weil die dann schneller tot sind. Dreck. Wir müssen weiter. Kann ich das überspringen? Rechte Maustaste. Kidman! Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Scheiße. Da kommen sie. Komm schon! Fuck. Das. Ich hab nur noch zwei Schuss, mindestens. Wo schlägt der denn hin? Wer hat Dynamit? Sind hier keine Schrotflintmunition mehr? Fuck. Au. Fuck. Korrekt, korrekt. Das ist der Terminus. Fuck. Da lag noch eine Spritze, deswegen gebe ich mir mal eine. Warst du schon? Gut, die scheint nicht zu sterben, wie es aussieht. Sebastian, sie sind über uns. Deckung, fuck, sie schießen. Au. Okay, also ihr merkt, ich rede gerade relativ wenig, weil ich mich echt stark konzentriere. Dass ich hier nicht zu viel Scheiße baue. Achtung, wir haben Dynamit. Ach, verflucht, wie kommt denn hier noch? Was das? War das alles? Oh. Da ist noch was in der Nähe. Es kommen noch mehr. Ach fuck, und dann bin ich ja noch genau hier. Oh nein, jetzt nicht sterben. Okay. Ich würde den Typ ja gerne mal heilen. Wer braucht denn der? Also, es geht auch. Okay? Na, also richtig nicht. Ich gebe mir mal. Moment, ich duck mich mal. Achtung, wir haben Dynamit. Fuck.
Oh, es ist anstrengend. Spritze, schnell. Kidman braucht Hilfe. Alter, was für ein langer Kampf. Verdammt, das war knapp. Aber super knapp. Das macht das, oder? Da kann ich mal die ganze Scheiße einsammeln. Ah, da macht es schon. Ich weiß nicht, ob ich danach noch Zeit habe, deswegen mache ich das lieber jetzt, bevor ich dir helfe. Aber ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten... hat man das erstmal nach. Daumen nach oben, dann wird man euch... Ach, wir haben gar keine Munition dafür. Scheiße, Mann. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. In diesem Sinne... bis morgen, euer Paxis. Tschüss.